Ein flauschiges Hallöchen, die Süßen, und willkommen zurück zu Green Hell. Wir hatten unsere Ayahuasca-Vision und ich habe sehr viele Fragen. Unter anderem, was tatsächlich in dieser Nacht passiert ist, was wir ja auch gerne wissen wollen oder was unser lieber Protagonist hier gerne wissen möchte. Und ich habe doch letztes Mal, glaube ich, jetzt muss ich gerade gucken, ob ich meine Schalen schon wieder eingepackt habe. Und ja, das habe ich, sehr gut. Wir haben auch ein bisschen Essen dabei. Ich gucke direkt mal, ob wir noch Bananen haben. Und dann wollte ich bis zu diesem... Stöckchen könnte ich auch wieder einsammeln. Da haben wir auch nicht mehr so viele. Und es schadet nie, Stöckchen dabei zu haben. Ja, diese Falle hätte ich mir sparen können. Die andere ist nicht scharf gemacht. Die Spinne lasse ich, wo sie ist. Die will ich nicht mitnehmen. Und dann würde ich fast sagen, da vorne sehe ich Pilze. Blätter lassen wir einfach hier. Wir sollen ja zu Lambda 2 gehen. Immer diese Spinnen. Zu Lambda 2 gehen und ich hoffe einfach, dass wir da ankommen. Lebendig. So, unser Frühstück besteht aus leckeren Pilzen. Ohne alles. Und dann gucken wir mal ganz kurz auf die... Habe ich da gerade mal eine Hand? Ach nee, okay. Alles gut. Wir gucken da auf unsere Karte. Ich wollte nämlich gerne hier vorne zu dieser Höhle gehen, also sprich ziemlich direkt nach Norden. Damit wir dann nach Osten können. Und hier, dass wir da an der Stelle dann so schräg nach unten gehen können. Das heißt, wir laufen einfach mal los Richtung Norden. Theoretisch sollten wir diese... Und ich werde Stöckchen mitnehmen. Theoretisch sollten wir diese Höhle nicht übersehen können. Da haben wir uns schon mal hin verlaufen. Das passt dann alles. Wenn ich zwischendurch nützliche Dinge finde, können wir sie gerne einpacken. Vorne sehe ich zum Beispiel leckere Larven. 2 Stück gleich. Yam, yam, ein Stöckchen. Und mehr Frühstück. Mehr Frühstück. Yam, yam. Und wie gesagt, da vorne müssten wir jetzt eigentlich fast schon. Ja, in der Richtung. Warte mal, wir können das eigentlich auch so machen. Ich hätte so gerne, dass wir uns einen Weg auf der Karte einzeichnen können. Aber ja, wir müssten den hier vorne... Da ist, glaube ich, die Höhle, wenn ich das richtig sehe. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir halt... Das nicht die Höhle... Ist da die Höhle? Ist es das... Ich dachte, ich hatte was gehört. Ist es... Pilze? Hallo? Pilze? Hallo? Okay, die Pilze will es mir nicht zu essen geben. Und ja, genau, hier ist die Höhle. Neuer Dialog freigeschaltet, aber unser unser Funkgerät. Ich habe einen Felsen mit Schammesmalereien. Wir werden das nach und nach alles durchgehen. Aber erstmal das hier vielleicht. Hey, Mia. I didn't mention this earlier, but... I saw a rock covered with tribal paintings. Now it's gone, as if it never existed. What do you mean, gone? It disappeared. Jake, cariño, you're not making any sense. When did you last sleep? Never mind that. I found a way through. Over and out. Just be careful. Wir sind hier. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Wir müssten eigentlich an die Stelle hier, an 2345. Bin ich denn hier ungefähr? Nee, nicht wirklich. Ich glaube, ich müsste eher hier drüben entlang, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ich müsste eher hier durch den Dschungel. Kann das sein, dass ich eher hier richtig bin? Ich glaube, ja. Das ist eine gute Frage. Wann haben wir das letzte Mal geschlafen? Wir sollten theoretisch gerade auch uns übergeben und Durchfall haben. Ganz lecker. Im Dschungel. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt keinen Raubtieren begegnen, denn ich wäre... Oh, Bananen. Finde ich gut. Banane. Jetzt, da kriege ich sie. Dankeschön, da hinten ist noch eine.
So, wir bewegen uns jetzt, glaube ich, hier entlang. An dieser Felswand. Und das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dann haben wir so ungefähr eine Ahnung, wo wir sind. Und ich kann hier natürlich immer wieder Liane und alles mitnehmen. Es kann sein, dass ich gleich einen kleinen Umweg laufen muss, weil wir da nicht ganz entlang finden. Und ich hoffe sehr, dass ich bei Lambda 2 speichern kann. Ich darf nicht zu schnell laufen, sonst überhöre ich womöglich, wenn irgendwo Schlangen oder sowas sind. Und ich werde nicht jede Liane und alles mitnehmen. Wenn ich Essen finde, dann schon. Aber gerade so... Das hier zum Beispiel nehmen wir. Warte mal, war es nicht hier in der Nähe? Gott, draußen hupt jemand. War es nicht hier in der Nähe, wo uns der... Was war es? Ein Stammeskrieger? Also einer von den nicht so netten. Gerade ein neuer Ort entdeckt. Was ist es denn für ein neuer Ort? Ach, guck mal. Jetzt wissen wir auch, wo wir... Was? Seil? Oh, Kletterstelle. Wurfhaken. Okay. Aber das ist gut. Jetzt wissen wir, wo wir sind. Das heißt, wir folgen jetzt einfach dem Weg weiter. Hier runter zum Fluss. Also einfach, sprich, dem Berg einfach weiter entlang, bis wir am Fluss sind. Und dann sollten wir relativ einfach Lambda 2 finden. Ich habe das letztes Mal viel zu kompliziert gemacht. Ich muss jetzt halt nur gucken, dass wir nicht... Ja, die Stöcke lasse ich jetzt liegen. Ich möchte nämlich gerne möglichst... So, jetzt muss ich gucken, wo wir sind. Vermutlich gerade an der Stelle hier. Das heißt, wenn ich hier weiterlaufe, müsste ich zum Fluss kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da vorne wird der Fluss sein. Mit ein paar Wasserschweinen sind wir in dieser Vertiefung drin gewesen. Dieser komischen Ecke. Und da vorne ist der Fluss. Da, wo es runtergeht, der Fluss ist ein Stück tiefer gelegen. Wenn ich mich richtig erinnere aus dem... Genau, dem Early Access. Dann können wir jetzt dem Fluss quasi folgen, bis wir das hier finden. Bis wir so eine kleine, ja, Kerbe entdecken. Und bei der Kerbe muss ich dann einfach gucken, dass ich richtig laufe. Ja. Oh, eine Kokosnuss. Habe ich nicht... Warte mal, habe ich keine Axt mehr? Ich habe keine Axt mehr, oh Gott. Lass mich kurz eine Axt bauen. Das ist mir komplett entgangen, dass ich keine Axt mehr habe. Aber damit ich die hier mitnehmen kann, muss ich sie ja erstmal... Kokosnussbidon. Ja, das ist schön. Da sind Krabben. Die würde ich mir gerne fangen. Kann ich aber nicht. Und hier könnte es eventuell... Ja, hier muss es auf jeden Fall schon sein. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir müssten hier sein, beim Wasserfall. Glaube ich. Ja. Und wir müssen nach... Tendenziell eher Norden. Also hier hinten hin? Ich weiß es gerade echt nicht. Laufe ich jetzt hier? Müssen wir auf jeden Fall Bananen wieder einpacken. Wir müssen nämlich auch bald wieder was essen. Das war alles, oder? Ja, das war alles. Bitte nichts, was mich tötet. Bitte nichts, was mich tötet. Oh Gott. Lass mal schauen, wo sind wir jetzt hier? Wo bin ich jetzt hier? Oh Gott, oh Gott. Ich muss bis beim Fluss bis 25, 42. 42, das heißt ein Stück weiter nach Osten, also eigentlich in die Richtung. So, gehen wir doch nochmal in die Richtung. Bis 25, 42, hier müsste irgendwo der Fluss weiter. War da gerade was? Da unten geht der Fluss nämlich weiter, richtig. Und da müsste ich...
Kann ich da hier runter über das Ding? Ja, das geht. Und da drüben wieder hoch, oder? Und dann müsste ich richtig sein. Warte mal ganz kurz. Ich sehe da Harz oder sowas. Hallo? Hallo? Dankeschön. Dann gehen wir jetzt hier hoch und ich glaube, dann bin ich richtig. Oder komplett falsch, weil ich hier gar nicht entlang komme. Na toll, jetzt habe ich mir den Fuß... Das war nicht so klug. Jetzt habe ich irgendwas am Fuß nämlich. Genau, hier nämlich. Wie gut, dass wir Verbände haben. Wieso habe ich keine Verbände? Habe ich den falschen Spielstand geladen? Nee. Ach Gott, ich weiß es. Natürlich. Ich bin doof. Das war ja in dem Spielstand, wo wir getötet wurden. Das war ja in einem ganz anderen Spielstand. So, verbinde dich. Und irgendwo haben wir Egel, die suchen wir auch gleich. Und dann wird alles gut werden. Ich nehme an, die sind am Bein, genau. Und das war's auch schon. Schwierig. Okay, wo muss ich letztlich hin? Ich muss nach... Ich bin ganz in der Nähe. Ich muss nach... 2641. Also ein Stück weiter in den Süden. In den Südosten. Also hier, in die Richtung muss ich. Ja, also war das schon mal gar nicht so falsch. Hier, ich muss irgendwie da drüben wieder hoch. Das sollte ich aber hinbekommen. Da ist eine Krabbe. Da vorne komme ich nach oben. Da komme ich nach oben. Goddammit. Okay, Ausschlag. Habe ich nicht aufgepasst. Alles okay. 26. 41. Ja, da bin ich nah an irgendeiner Schlange oder sowas vorbei. Aber wir sind ganz in der Nähe. Ganz, ganz in der Nähe. Gott sei Dank nur ein kleines Wasserschweinchen. Bin mir ziemlich sicher, dass ich hier auf die andere Seite muss. Da muss ich hoch, oder? 26,41. Wie komme ich da hoch? How do I get up there? Okay, erforsche den Dschungel, um den Wurfhaken zu finden. Na toll. Neuer Dialog freigeschaltet. Ja, das probieren wir mal. Vielleicht weiß Mia irgendwas. Ich bin fast an dem ersten Ort, den du erwähnt hast, ja. Mia? I've almost reached the Lambda location, but I can't get there. I mean, there's a way up, but the ropes have been cut. And... Ich könnte Ausrüstung brauchen. I could use some climbing gear. Is there nothing you can use? I'm not having much luck. I'll let you know if I find anything. Das ist natürlich die Frage, wie ich da irgendwo hinkomme, wo ich Kletterausrüstung finde. Können hier einfach... Das ist halt auch ein bisschen doof, ne? Erforsche den Dschungel, um was zu finden. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier relativ sicher bin. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Erforsche den Dschungel.
Haben wir irgendwas auf unserer Karte? Hier brauchen wir jeweils Kletterhaken. Vielleicht gibt's hier in der Nähe welche. Weil das die erste Stelle war, wo wir welche finden hätten, also gebrauchen hätten können. Lasst mich kurz was gucken. Nämlich, kann ich mir irgendwas, kann ich mir denn bauen? Was ist das Kleinstmögliche, was ich mir bauen kann? Das hier, der kleine Unterstand müsste das sein, oder? Gibt's noch was Kleineres? Da kann ich nicht speichern. Hier kann ich speichern. Drei lange Stöcke. Da kann ich schlafen und speichern. Ich sollte mir hier irgendwo einen Hüttenunterstand bauen. Stöcke, langer Stock, ein Seil, viele Palmblätter. Den kann ich nicht hier oben aufbauen, oder? Da drüben vielleicht? Kann ich den da bauen? Da könnte ich ihn bauen. Ich möchte halt gerne hier in der Nähe speichern können. Das ist mir wichtig. Pass mal auf, dann bauen wir den uns hier hin. Wie, ich habe keine Stöcke mehr. Okay. Ich brauche auf jeden Fall lange Stöcke, aber die kriege ich hierher. Das ist kein Problem. Palmblätter werden wir hier sicher auch auftreiben können. Denn wir müssen natürlich auch irgendwo schlafen irgendwann. Und ich will nicht auf dem... Ich will nicht auf dem... Ah, das ist das Wetter. Ich will nicht irgendwo auf dem Boden. Nein, du nicht, bitte. Ich will ehrlich gesagt nicht irgendwo auf dem Boden schlafen müssen. Das ist mir etwas zu riskant, was Parasiten und dergleichen angeht. Habe ich hier nicht irgendwie noch einen langen Stock? Nö, das ist der einzige. Da muss ich gleich noch einen... Dann muss ich noch einen... Okay, ich muss sowieso noch mal einen Baum fällen für zwei lange Stöcke. Das hier müsste lange Stöcke geben. Bitte zwei Stück. Ja, das waren zwei, wenn ich es richtig gesehen habe. Sehr gut. Seil haben wir. Jetzt brauchen wir noch Palmblätter. Da haben wir doch schon welche. Nee, warte, das sind Bananenblätter. Das hier sind Palmblätter. So. Ja, ich weiß, du bist müde, aber das, darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen, Jake. Du musst dir erst einen Unterstand bauen. Denn ohne Unterstand kein Speichern und ohne Speichern keine glückliche Sora. Denn ich glaube, man weiß inzwischen. Ich bin ein bisschen versessen aufs Speichern. Wobei ich glaube, man kann es verstehen, oder? So, fällen wir noch das Ding hier. Ich weiß, da liegt noch ein Blatt, hab's eben gesehen. So, eins, zwei, drei. Dann speichern wir nämlich auch direkt, damit wir einfach einen Ausgangspunkt haben. So. Ah, nee. Nicht speichern. Nicht schlafen. Erstmal speichern. Machen wir das hier. So, von hier aus können wir jetzt nämlich suchen. Ich würde nämlich einmal zurückgehen und wir müssen auf jeden Fall auch ein Feuerchen machen irgendwo. Feuer, Feuer. Das können wir dann hier aufbauen. Und Stöcke kriegen wir da auch noch rein. Aber mein Hauptaugenmerk war jetzt wirklich erstmal was zum Speichern. Plus, wir haben jetzt natürlich auf der Karte keinen Unterstand. Ach so, weil das nur so ein kleines Ding ist. Da werden nur die größeren eingezeichnet. Oder das Dorf ist eingezeichnet. Das kann natürlich auch sein. Das habe ich ja bisher gar nicht in Betracht gezogen, dass einfach nur unser Dorf eingezeichnet wurde. Egal, wir haben jedenfalls einen Ausgangspunkt, von dem aus ich jetzt... Warte mal, was ist das? Ist das normal, dass das hier so angemalt ist? Während wir in anderen Spielen, würde ich jetzt sagen, da sollten wir klettern können oder das markiert irgendeine besondere Stelle, die wichtig für uns sein könnte. So.
Dann essen wir mal ein bisschen was. Wie gesagt, das Wichtigste ist erstmal, dass wir... Dann können wir gleich noch was trinken. Wenn ich noch eine... Wenn ich dann noch eine... Ja, uns fehlt Flüssigkeit. Die Frage ist... Wobei, wir haben da unten einen Fluss und wir haben, glaube ich, noch... Okay, das ist ein Wasserschwein, Gott sei Dank. Habe ich da noch Pilze, die... Ja, ich habe noch Pilze, die gegen Parasiten helfen. Sehr gut. Und wenn ich noch eine Kokosnuss finde, könnte ich ein Kokosnuss-Bidon machen. Mal trinken. Zwei Parasiten. Essen und essen. Und dann bitte nochmal trinken. Denn trinken ist wichtig für uns. Und essen. Und essen. Und wir haben auch nochmal Pilze. Das heißt, wir trinken auch nochmal was. Wir haben noch drei Parasiten. Okay. Und damit sind wir die Parasiten wieder los. Ja, bevor da irgendwas anderes angelockt wird durch das Schweinchen. Gehen wir wieder hoch. Und es, der Morgen dämmert, wir sollten wenigstens 4 Stunden ungefähr schlafen. Dann würde ich mich jetzt tatsächlich nochmal schlafen legen. Bin ich hier richtig? Wo ist meine Hütte? Meine... Da will ich nicht zu nah ran. Oh. Moment. Hier bei 2542 ist das. Da bin ich jetzt doch, oder? Noch ein bisschen mehr im Norden. Da. Bin ich zu weit hier rüber gelaufen? Kann das sein? Da, hier vorne ist es. Feuer muss ich jetzt gar nicht machen. Ich würde mich einfach kurz schlafen legen. Damit wir ein bisschen ausgeruht sind. Und dann machen wir uns auf den Weg und suchen nach einem Seil. Und ich würde sagen, da, wo der erste eventuell Aufstieg war. So. Wir speichern auch nochmal. Tag 6, sehr schön. Und dann gehe ich einfach mal Richtung... Ja, Richtung Nordwesten. Laufen wir jetzt einfach wieder. Na, bitte so lassen. Darüber. Und gucken, wo nochmal der andere Aufgang war. Hier könnte man halt auch super Fallen bauen, wenn wir wüssten, wie man Fallen baut. Im Nordwesten, wo der erste Aufgang war. Das heißt, wir halten uns ein bisschen an den... Ein bisschen an den Berg. Sehr, sehr direkt, sehr, sehr grün aussehende Blätter. Berg, wir müssen da ein bisschen rüber. Falls wir jetzt sterben, wäre es kein Problem, denn wir haben ja gespeichert. Aber ja, wir müssen rausfinden, wie man Wurfhaken macht und... Oh, das Essen, seht ihr das? Bitte einmal so. Es tut mir so leid. Kleines Gürteltier, es tut mir so leid. Oh, und wir haben irgendwelche Viecher. Und wir werden langsam dreckig. Sehr gut. Wir gehen weiter. Das Gute ist jetzt, in Anführungszeichen gut, falls wir jetzt sterben... Oh, das ist... Was, Wasser sei schon... An welcher Stelle ist denn der andere Kletterhaken? Der ist hier ungefähr bei... Ja, bei 2243. Das heißt, noch ein bisschen weiter nach dem Norden. Und hier vorne müsste er sein. Und dann müssen wir eben... Da, genau, hier war's. Hier war's. Da könnten wir auch hochklettern. Und weil wir theoretisch fast an der Stelle hier vorbeikommen, wenn wir auf dem Weg nach da hinten sind... Würde ich mich jetzt eben hier umgucken, ob wir vielleicht
ich weiß nicht, eine Höhle oder sowas hier haben. Oder irgendwas anderes. Da hoch würde ich ja echt gerne kommen. Dich im Dschungel um sowas findest. Ich weiß halt echt nicht, an welcher Stelle. Was bist du? Du bist ein gammeliges Blatt einfach nur. Okay. Ja. Also ich kann jetzt nicht versprechen, dass wir es finden. Wir laufen halt ein bisschen durch den Dschungel und hoffen aufs Beste, würde ich sagen. Was auch schief gehen kann. Da vorne vielleicht mal auf die Steine, wenn wir darauf kommen. Für eine bisschen bessere Übersicht. Da ist was, oder? Das da drüben, das ist... Ja, ja. War das nur der Baum? Ich dachte, das hätte sehr nach Hütte oder sowas ausgesehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Also überhaupt nicht sicher. Kletterausrüstung. Streng genommen... Doch, das könnte... Nee, das ist nichts. Mist. Ja, jetzt sind wir wieder da, wo... Bin ich jetzt wieder bei meinem Dorf? Jetzt bin ich wieder bei meiner Hütte. Echt jetzt? Ernsthaft? Okay. Okay, das heißt, wir sind einen sehr schönen Umweg gelaufen. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Ich erinnere mich leider überhaupt nicht mehr, wo wir noch interessante Orte hatten hier in der Nähe. Einfach nur ein untersuche den Dschungel. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es allzu weit weg ist von dem Ort, wo wir hin sollen. Weißt du? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt auf die andere Seite vom Dschungel müssen. Das würde absolut keinen Sinn ergeben. Deswegen denke ich tatsächlich, dass es hier irgendwo in der Nähe vielleicht eine Höhle oder sowas gibt. Und wir dahin müssten. Hier waren wir schon mal. An die Früchte kann ich mich... Dankeschön. Kann ich mich erinnern. Und auch, dass es hier unangenehmen Besuch bald gab. Ich bin noch nicht ganz glücklich mit der allgemeinen Situation in dem Wald. Dschungel. Willkommen bei The Forest. Diesmal mit Regen. Wald. Ja, nein. Da ist wieder Psychotria. Nicht Psychotria. Eine Kokosnuss. Okay. Das ist sehr, sehr schön. Sollte ich jetzt ernsthaft versuchen, wieder zu meinem Speicherpunkt zurückzufinden. Ach nee, nee, gut. Ich wollte gerade sagen, oh Gott, da vorne ist ein Raub, aber das ist nur ein kleines Tapir. Alles gut. Ja, ja. Und wir sind, glaube ich, auch gar nicht so weit von der Stelle weg, wo wir ohnehin wieder hin müssen. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich bewundere jeden Menschen, der so einen richtig guten Orientierungssinn hat, denn ich habe ihn nicht, wie man sehen kann. Was ich aber habe, das ist Glück mit toten Vögeln. Dankeschön. Andererseits macht zu viel Glück mich nervös. Und ich glaube, ich bin hier nicht ganz richtig. Oder? Es könnte auch sein, dass ich gar nicht so falsch bin. Ich gehe mal hier so. Huch, was ist das denn für ein schöner Ort? Oh! Ha, Glück im Unglück, wir sind weich gelandet. Kein Platz mehr im Rucksack. Okay. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Oh, warte. Ich glaube, ich erinnere mich. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Wir haben einen Egel oder sowas. Die Frage ist, an welchem Arm? So.
Alles gut. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Lass mal schauen. 45:30. 45:30. Ganz da unten. Ja, das ist jetzt ja super. Das heißt, wir müssen nach weit nach Norden. Wir müssen eigentlich einfach straight nach Norden und da unten hier unten suchen. Richtig? Ja. Wir können aber mal, spaßeshalber, hier schwimmen. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwas gibt, was uns töten kann. Das könnte theoretisch sein, dass hier jetzt irgendwo ein Alligator ist. Dann sind wir fressen und zwar einfach nur. Aber das hier ist ein sehr schöner schönes Eck. Man könnte... Da haben wir angefangen. Guck mal, hier haben wir angefangen. Genau hier war die Stelle, wo wir unser Abenteuer begonnen haben. Ich trinke mal was. Oh, sehr schön. Und ich trinke auch noch mal was. Sehr schön. Denn bei unsicherem Wasser... Oh, warte mal, ich habe jetzt noch einen Kokosnussbidon. So, trinken bitte. Und die zerstören wir mal. Und das Ding zerstören wir auch mal. Was? Ja, bitte bestätigen. Und jetzt habe ich doch ein Kokosnussbidon. Wie mache ich das denn? Wasser. Ich dachte, ich hätte... Egal. Theoretisch weiß ich, glaube ich, noch, wie man es baut. Wir brauchen, und das mache ich mir jetzt einfach auch mal, eine Kokosnuss und noch eine Kokosnuss und ich glaube, ein Seil einfach nur. Noch ein Seil? Okay, wie baut man das Ding richtig? Erforsche den Dschungel, um den Wurfhaken zu finden. Ja. Kokosnuss-Speeder. Ich brauche Kletterausrüstung. Da ist aber kein Hinweis, wo ich die finden könnte, oder? Was für ein Ort? Das können wir uns theoretisch alles nachher mal angucken. Wo finde ich denn... Ja, ja, Pilze, alles Mögliche. Wo finde ich denn mein Rezept für das Kokosnussbidon? Also streng genommen müsste es hier sein, bei Wasser. Denn wir haben das Rezept gefunden. Warte mal, vielleicht ist es hier dabei. Speerfisch. Speerfischen werfen hier. Wo war das? Wo ist das denn? Eigentlich, wie gesagt, hier. Okay, ich habe keine Ahnung, wo. Wir gehen von hier aus einfach wieder nach oben. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Also, nein, eigentlich nicht überfordert, mehr so überfragt. Und ich würde jetzt einfach mal die Folge beenden, während wir Kletterausrüstung suchen. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Vielen Dank auch, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, nächstes Mal finden wir irgendwo Kletterausrüstung. Oder wir sterben und fangen da oben wieder neu an. Und ich kann von da aus nochmal gucken, ob wir irgendwo Tolles hinfinden. Na, du Leguan-Echse. Was ist das? Das sieht nach einem zugebauten Durchgang. Warte mal, neuer... Obsidian. Dankeschön. Das schauen wir noch eben schnell. Wo sind wir gerade? Neuer Ort entdeckt. Nein. Ach, hier unten. Da, diese Uhr. Höhle meine ich. Okay, die ist aber leider zu. Vielleicht kommen wir irgendwann rein. Oder können die irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Macht euch auf jeden Fall noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Green Hell. Bis dahin. Bye-bye.